Man kann sie im Regenwald finden, in der neuesten medizinischen Forschung, in der Welt des Films und überall in der Welt der drahtlosen Kommunikation. Eines der größten Konstruktionsgeheimnisse der Natur ist gelüftet. Es ist offensichtlich. Es sind seltsam aussehende Formen. Es gibt sie überall um uns herum. Die sich wiederholenden Formen namens Fraktale. Sie sind überall in der Biologie. Es sind Lösungen, die die natürliche Selektion immer wieder hervorgebracht hat. Fraktale findet man in unseren Lungen, Nieren und Blutgefäßen. Blumen, Pflanzen, Wetterphänomene, beim Herzrhythmus. Sie bilden den Kern des Lebens. Doch es brauchte einen unorthodoxen Mathematiker, um herauszufinden, wie sie funktionieren. Nicht mit Formeln, sondern mit Bildern habe ich mein Leben lang gespielt. Er stellte damit kühn jahrhundertealte Thesen über in der Natur zu findende Formen in Frage. Auf einmal konnten die Menschen Formen sehen, die schon immer existiert hatten, aber bis dato unsichtbar waren. Das Unsichtbare sichtbar machen. Ordnung im Chaos finden. Welche Rätsel kann uns das lösen helfen? In 1978 entwarfen Konstrukteure bei Boeing Aircraft in Seattle experimentelle Flugzeuge. Bizarre Flieger mit zwei Rümpfen zum Beispiel, die aber hätten funktionieren können. Ein junger Computerwissenschaftler namens Lauren Carpenter sollte bildlich darstellen, wie die Flugzeuge am Himmel aussehen könnten. Ich wollte unbedingt einen Berg im Hintergrund haben, wie auf allen Werbefotos von Boeing. Aber es war unmöglich, Berge zu generieren. Berge bestanden aus Abermillionen von kleinen Vielecken. Und wir hatten schon mit 100 genug Schwierigkeiten. Unsere Rechner waren damals langsamer als der heute in Ihrer Uhr. Carpenter wollte nicht einfach nur einen Berg, er wollte eine Landschaft als Hintergrund für die Flugzeuge entwerfen. Aber das war mit der damaligen Animationstechnik unmöglich. Damals musste bei Zeichentrickfilmen jedes einzelne Bild von Hand gezeichnet werden. Tausende Bilder allein für einen kurzen Cartoon. That's why they call me Thumper. Doch das war, bevor Lauren Carpenter über das Werk eines wenig bekannten Mathematikers namens Benoit Mandelbrot stolperte. 1978 stieß ich zufällig auf dieses Buch von Benoit Mandelbrot. Es handelte von der fraktalen Geometrie der Natur. Und ich las es von vorn bis hinten, jedes Wort, zweimal. In seinem Buch schrieb Mandelbrot, dass man viele in der Natur vorkommende Formen mathematisch als Fraktale beschreiben kann. Ein Wort, das er erfunden hatte, um Formen zu definieren, die gezackt und gebrochen aussahen. Er sagte, dass man ein Fraktal erschaffen kann, indem man eine glatt aussehende Form nimmt und sie fragmentiert. Und das immer und immer wieder. Carpenter beschloss, das an seinem Computer zu versuchen. Innerhalb von 3 Tagen gelangen mir die ersten Bilder. Die Methode ist kinderleicht. Man beginnt mit einer aus großen Dreiecken bestehenden Landschaft. Und dann teilt man jedes Dreieck in 4 Dreiecke. Und das wiederholt man immer und immer wieder. Die endlose Wiederholung einer Anwendung bezeichnen Mathematiker als Iteration. Sie ist einer der Schlüssel zur fraktalen Geometrie. Solche Bilder hatte bis dahin noch niemand gesehen. Eine neue Welt der Bildanimation tat sich auf. Die Computergrafikszene war begeistert. Überall fingen die Leute an, Fraktale zu benutzen.
Kurz darauf ging Carpenter von Boeing zu Lucasfilm, wo er statt Berge einen neuen Planeten erschuf. Für Star Trek II, der Zorn des Khan. Es war die erste komplett computergenerierte Spielfilmszene. Fascinating. Ermöglicht hatte das die fraktale Geometrie. Benoit Mandelbrot, dessen Werk zu dieser Innovation inspiriert hatte, war jemand, der sich rühmte, außerhalb des etablierten Wissenschaftsbetriebs zu stehen. Ich kann Dinge sehen, die kein anderer vermutet. Wenn ich sie ihnen dann zeige, tun sie ganz unüberrascht. Man kann sie in den Wolken sehen, in Gebirgszügen, selbst im menschlichen Körper. Der Schlüssel zur fraktalen Geometrie war allen entgangen, bis Mandelbrot kam. Bei der Betrachtung einer Oberfläche sieht man eine Komplexität, die ganz und gar nicht mathematisch aussieht. Was Mandelbrot sagte, war: Denk nicht an das, was du siehst, sondern an das, was nötig war, um das Sichtbare zu produzieren. Nötig sind endlose Wiederholungen. Und daraus ergab sich eines der entscheidenden Charakteristika eines Fraktals. Das, was Mathematiker Selbstähnlichkeit nennen. Die Kernidee ist, ob man ranzoomt oder wegzoomt, das Objekt sieht immer gleich aus. Ob in dieser Größenordnung oder in einem kleineren Teilausschnitt, es sieht weitgehend gleich aus. Das Fraktal als Ganzes sieht genauso aus wie ein Teil davon, das genauso aussieht wie der nächst kleinere Teil. Die Ähnlichkeit des Musters setzt sich kontinuierlich fort. Eines der bekanntesten Beispiele für Selbstähnlichkeit ist der Baum. Wenn wir die einzelnen Astknoten dieses Baumes betrachten, sehen wir, dass das Verzweigungsmuster über den gesamten Baum verteilt sehr ähnlich ist. Wenn wir vom Fuß des Baumes nach oben gehen, haben wir hier Mutteräste, davon zweigen Tochteräste ab. Wenn wir von diesem Zweig und Knoten hier ausgehen und weiter nach oben gehen zu einem höheren Zweig bzw. Knoten, finden wir auch hier wieder ein ähnliches Verzweigungsmuster. Dieses Verzweigungsmuster wiederholt sich am ganzen Baum, bis hin zu den Spitzen, an denen die Blätter sitzen. Selbstähnlichkeit kann man überall entdecken, angefangen vom Romanesco, über die Mondoberfläche, bis hin zu unseren Arterien. Doch Mandelbrots Faszination für diese ungleichmäßig aussehenden Formen brachte ihn auf Kollisionskurs mit der mathematischen Tradition. In der gesamten Naturwissenschaft, der gesamten Mathematik, waren glatte Formen alles. Was ich tat, war die Erforschung grauer Strukturen zu ermöglichen. Wir wenden Mathematik an, um Pyramiden zu bauen, den Parthenon zu konstruieren und die Bewegung der Planeten zu studieren. Wir haben uns an die Tatsache gewöhnt, dass bestimmte Muster den Gesetzen der Mathematik gehorchen, beispielsweise die der Architektur. Von Menschen gemachte Strukturen mit perfekten geometrischen Formen. Die klassische Mathematik geht davon aus, dass alles extrem gleichmäßig ist. Alles wird reduziert auf gerade Linien, Kreise, Dreiecke, glatte Flächen, Pyramiden, Tetraeder, Ikosaeder, glatte Kanten. Klassische Mathematik eignet sich eigentlich nur dafür, Dinge zu studieren, die wir geschaffen haben, mit der klassischen Mathematik. In der Natur vorkommende Muster, Dinge, die bereits vor uns da waren, Pflanzen, Wolken und Wettersysteme, waren mit der Mathematik nicht zu begreifen. Bis in die 1970er Jahre, als Benoit Mandelbrot seine neue Geometrie präsentierte. Mandelbrot sagte, ihr müsst diese in der Natur vorkommenden Muster einfach nur auf die richtige Art betrachten. Dann könnt ihr auch Mathematik anwenden. Es gibt eine Ordnung hinter dem scheinbaren Chaos. Wolken und Pflanzen lassen sich mit Formeln beschreiben. Es ist nur so, dass diese Formeln anders sind und euch eine andere Geometrie bieten.
Die große Frage ist, wieso dauerte es so lange, bis jemand ein Buch mit dem Titel Die fraktale Geometrie der Natur schrieb? Wenn sie doch überall um uns herum ist, wieso haben wir sie vorher nicht gesehen? Doch die Menschen hatten sie durchaus vorher bemerkt, diese repetitiven Strukturen der Natur. Menschen wie der große, im 19. Jahrhundert lebende japanische Künstler Katsushika Hokusai. Auf diesem Bild liegt der Schatten einer Wolke auf dem Fujiyama. Und die Wolke besteht aus Welle um Welle um Welle. Bei Hokusai ist die große Welle, sitzen auf der großen Welle kleine Wellen. In meinem Buch erwähnte ich die fraktalen Elemente bei Hokusai. Daraufhin sagten die Menschen, jetzt verstehen wir Hokusai. Er hat Fraktale gezeichnet. Alle denken, dass Mathematiker sich von Künstlern stark unterscheiden. Aber die Kunst ist der Mathematik eigentlich sehr nah. Sie sprechen nur verschiedene Sprachen. Und für Mandelbrot geht es nicht um Formeln. Ihm geht es darum, wie erklären wir dieses visuelle Phänomen. Mandelbrots Faszination für die visuelle Seite der Mathematik begann in seiner Studienzeit. Es war im Januar 1944, als ich mich plötzlich in die Mathematik verliebte. Und nicht in die Mathematik im Allgemeinen, sondern in die Geometrie in ihrer konkretesten, sinnlichsten Form. In den Teil der Geometrie, wo Mathematik und das Auge zusammentreffen. Während einer Algebra-Vorlesung sah ich plötzlich vor meinem inneren Auge geometrische Bilder, die algebraischen Gleichungen entsprachen. Und mit diesen Bildern im Kopf waren die Lösungen offensichtlich. So entdeckte ich, dass ich eine Fähigkeit besaß, von der ich bis dahin keine Ahnung hatte, nämlich Gleichungen im Kopf sofort in Bilder umwandeln zu können. Als junger Mann lernte Mandelbrot, sich ganz auf sich selbst zu verlassen. Was größtenteils an seiner Erfahrung als Jude im vom Nationalsozialisten besetzten Frankreich lag. 4 Jahre lang gelang es ihm, der ständig drohenden Gefahr zu entgehen, verhaftet und deportiert zu werden. Es gibt nichts, was in gewisser Weise mehr abhärtet, als einen Krieg zu überleben. Nicht als Soldat, sondern vielmehr als gejagter Zivilist. Ich wusste, wie ich mich verhalten musste und vertraute nicht auf die Klugheit der Menschen. Nach dem Krieg promovierte Mandelbrot und versuchte an einer französischen Universität zu lehren. Doch er schien dort nicht hineinzupassen. Sie sagten, ich sei sehr begabt, jedoch irregeleitet und würde die Dinge falsch angehen. Ich war dort einfach fehl am Platz, also gab ich den Job in Frankreich auf und wagte den Schritt zur IBM zu gehen. Man schrieb das Jahr 1958. Der amerikanische Firmengigant war ein Pionier auf dem Gebiet einer Technik, die schon bald unser aller Leben revolutionieren sollte, dem Computer. IBM suchte kreative Denker, Nonkonformisten, sogar Rebellen, Menschen wie Benoit Mandelbrot. Eigentlich war es ein Sammelbecken für eine bestimmte Art von Querdenkern. Wir hatten nie auch nur das leiseste Gefühl, zum Establishment zu gehören. Mandelbrots Kollegen erzählten dem jungen Mathematiker von einem Problem, das dem Unternehmen großes Kopfzerbrechen bereitete. IBM-Ingenieure übertrugen Computerdaten via Telefonleitung. Doch manchmal kamen Daten nicht an. Ihnen war aufgefallen, dass die Leitungen von Zeit zu Zeit extrem rauschten. Es gab erhebliche Übertragungsfehler. Das war tatsächlich ein Riesenproblem. Mandelbrot stellte die Nebengeräusche grafisch dar. Und was er sah, überraschte ihn. Für jede Zeitspanne sah das Diagramm immer gleich aus. Ein Tag, eine Stunde, eine Sekunde, es sah stets gleich aus. Es war extrem selbstähnlich. Mandelbrot war verblüfft. Das seltsame Muster erinnerte ihn an etwas, das ihn als junger Mann fasziniert hatte. Ein mathematisches Rätsel, das nahezu 100 Jahre alt war. Das Rätsel der sogenannten Monsterkurven.
Die Geschichte beginnt eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts. Mathematiker hatten formal etwas beschrieben, was eine Kurve sein musste. Doch Teil dessen waren Elemente, die so merkwürdig waren, dass man sich nicht vorstellen konnte, wie man sie zeichnen sollte. Sie wurden einfach als Monster betrachtet, beziehungsweise als Dinge jenseits des Vorstellungsvermögens. Es waren keine Linien, auch keine Kreise. Sie waren sehr seltsam. Der deutsche Mathematiker Georg Cantor konstruierte 1883 das erste mathematische Monster mit seiner Cantor-Menge. Er nahm eine gerade Linie und sagte, ich teile diese Linie in drei Teile und das mittlere Drittel entferne ich. Von den zwei Linien, die übrig bleiben, entferne ich jeweils wieder das mittlere Drittel. Und das wiederhole ich wieder und wieder. Die meisten Leute würden denken, wenn ich alles entferne, bleibt am Ende nichts übrig. Dem ist nicht so. Am Ende sind unendlich viele Punkte übrig. An jeder beliebigen Stelle der Cantor-Menge findet man immer dasselbe Muster. Ähnlich wie bei dem Geräuschmuster, das Mandelbrot bei IBM gesehen hatte. Eine andere seltsame Form wurde von dem schwedischen Mathematiker Helge von Koch entdeckt. Was Koch sagte war, man beginnt mit einem gleichseitigen Dreieck und an jeder Seite entferne ich ein Stück und ersetze es durch zwei Stücke, die insgesamt länger sind als das Originalstück. Und das wiederhole ich immer und immer wieder. Die Form bleibt, doch jede Linie hat jetzt diesen kleinen Buckel. Und bei jeder Teilung wird die Gesamtlinie immer länger. Bei jeder Iteration kommt ein weiteres Dreieck hinzu. Wenn man diesen Schritt des Hinzufügens unendlich oft wiederholt, erhält man am Ende etwas, das unendlich lang ist. Die Kochkurve war ein Paradoxon. Für das Auge erscheint die Kurve absolut endlich. Aber mathematisch gesehen ist sie unendlich. Was bedeutet, sie ist mit dem Maßband nicht messbar. Damals bezeichnete man das als pathologische Kurve, weil es nach der euklidischen Geometrie keinen Sinn ergab. Aber die Kochkurve bot eine Lösung für ein schwieriges Vermessungsproblem. In den 1940ern war dem britischen Wissenschaftler Louis Richardson aufgefallen, dass die Längenbestimmungen einer Küstenlinie stark variieren können. Das hängt von der Zollstocklänge und ihrer Geduld ab. Würde man die britische Küste mit einem Zollstock von einer Meile Länge vermessen, ergäbe das so und so viel Meilen. Aber je kürzer der Zollstock, desto länger ist die Gesamtlänge. Weil man immer kleinere Einbuchtungen abdeckt. Mandelbrot erkannte, dass die immer feiner werdenden Einbuchtungen der Kochkurve genau das waren, was man brauchte, um Küstenlinien darzustellen. Er schrieb einen berühmten Artikel, wie lang ist Britanniens Küste? Eine Küstenlinie, so Mandelbrot, ist geometrisch gesehen ein Fraktal. Und obwohl ihm klar war, dass er ihre Länge nicht messen konnte, vermutete er, dass er etwas anderes messen konnte, ihre Rauheit. Das erforderte ein Überdenken eines der fundamentalsten Konzepte der Mathematik, der Dimension. Was wir unter normaler Geometrie verstehen ist, eine Linie ist eindimensional, eine Fläche ist zweidimensional. Und dreidimensional ist ein Würfel. Aber konnte etwas eine Dimension haben, die irgendwo dazwischen liegt? Sagen wir zwischen zwei- und dreidimensional? Mandelbrot sagte ja. Fraktale haben sie. Und je rauer sie sind, desto größer ist ihre fraktale Dimension. Diese ganzen technischen Termini wie fraktale Dimension und Selbstähnlichkeit sind technische Details der Mathematik. Aber die fraktale Geometrie gibt uns die Möglichkeit, auf extrem präzise Weise die Welt, in der wir leben, zu betrachten. Insbesondere die belebte Natur. Mandelbrots Begeisterung für die neue Technologie half ihm bei der Umsetzung seines Denkansatzes. Computer ermöglichten Mandelbrot die Iterationen, die sich unendlich wiederholenden Rechenzyklen, die für die mathematischen Monster erforderlich waren. Der Computer war unerlässlich. Ohne ihn wäre es extrem aufwendig gewesen. Mandelbrot beschloss, sich mit einem weiteren Monster zu beschäftigen.
Einem Problem, das während des Ersten Weltkrieges von einem jungen französischen Mathematiker namens Gaston Julliard vorgestellt worden war. Gaston Julliard beschäftigte sich damit, was passiert, wenn man eine simple Gleichung nimmt und durch Rückkopplung iteriert. Also, man setzt eine Zahl in eine Formel ein und erhält als Ergebnis eine neue Zahl. Nun geht man zurück und setzt diese neue Zahl in die Abbildung ein. Und das wiederholt man wieder und wieder. Und die Frage ist, was passiert nach unzähligen Iterationen? Die Zahlenreihe, die man so erhält, bezeichnet man als Menge. Die Julliard-Menge. Doch wie ließ sich die komplette Julliard-Menge erfassen? Manuell war es kaum machbar, sie zu berechnen und aufs Papier zu bringen. Man müsste Hunderte, Tausende, Millionen Male rückkoppeln. Die Entwicklung dieser neuen Mathematik musste warten, bis schnelle Computer erfunden waren. Bei IBM tat Mandelbrot etwas, was Gaston Julliard nicht möglich gewesen war. Er benutzte einen Computer und ließ die Gleichungen millionenmal laufen. Dann verwandelte er die Zahlen aus seinen Julliard-Mengen in Punkte einer grafischen Darstellung. Mein erster Schritt war, Bilder von Julliard-Mengen zu zeichnen, und zwar hunderte von Bildern. Diese Bilder brachten Mandelbrot den Durchbruch. 1980 erschuf er, wiederum durch Iteration, eine eigene Menge, die alle Julliard-Mengen in einem einzigen Bild kombinierten. Als Computergrafik dargestellt, war sie quasi eine Landkarte für alle Julliard-Mengen und erlangte sehr schnell Berühmtheit als Symbol für fraktale Geometrie, die Mandelbrot-Menge. Sie überschneiden sich in bestimmten Bereichen. Und haben so kleine Schnörkel. Ein schwarzes, käferartiges Ding, das über den Boden krabbelt. Seepferdchen. Drachen. Hat Ähnlichkeit mit meinen Haaren. Mit diesem rätselhaften Bild lieferte Mandelbrot eine Kampfansage an die etablierte Sichtweise der Grenzen der Mathematik. Auf einmal konnten die Menschen Formen sehen, die schon immer existiert hatten, aber bis dato unsichtbar waren. Die Mandelbrot-Menge war ein hervorragendes Beispiel dafür, was in der fraktalen Geometrie tatsächlich machbar war. Ein Symbol, wie es in der klassischen Geometrie der Kreis ist. Wenn man das Bild vergrößert, wiederholt es sich. Man sieht Selbstähnlichkeit. Man zoomt ran und plötzlich scheint es so, als wäre man genau dort, wo man vorher war. Aber das ist man nicht. Es ist nur so, dass die Struktur sich ewig wiederholt. Und diese Gleichheit kann man grafisch darstellen. Mandelbrots faszinierende Bilder lösten in der Popkultur einen Trend aus. Das griff um sich wie ein Buschfeuer. Alle wollten es haben. Ich dachte, da ist was Großes im Gange. Ein ungeheures Kulturereignis. Jane Barnes hatte Ende der 1970er Jahre eine Firma für Herrenbekleidung gegründet. Damals entwarf ich die Stoffe noch auf Millimeterpapier und fertigte sie auf einem kleinen Handwebstuhl. Aber dann entdeckte sie die Fraktale und ihr wurde klar, dass man sie benutzen konnte, um faszinierende Stoffmuster zu entwerfen. Dieses einfache Konzept war faszinierend. Ich wollte damit Muster designen. Aber in den 80er Jahren gab es dafür noch keine Software. Jane Barnes holte sich Hilfe bei zwei Menschen, die sich mit Mathematik und Computern gut auskannten. Bill Jones und Dana Cartwright. Ich ließ mir von Dana und Bill die Software schreiben. Sie sagten, deine Arbeit ist sehr mathematisch. Ehrlich gesagt war ich in diesem Fach in der Schule am schlechtesten. Wir waren ein Physiker, ein Mathematiker und ein Textildesigner. Wir mussten viel voneinander lernen.
Ich wusste nicht, was ein Kettfaden oder ein Durchschuss ist. Und Janes Können auf dem Gebiet von Zahlen ist recht beschränkt, höflich gesagt. Es musste einen Weg geben, zu kommunizieren. Wir mussten es irgendwie schaffen, zusammenzukommen. Und das ging dann eigentlich ziemlich schnell. Die Modepresse fing an, mich als Fashion-Nerd zu bezeichnen. Aber das war okay, weil ich sehr viel lernte, es machte Spaß und war wirklich sehr inspirierend. Ich bekomme Muster hin, die von Hand nicht möglich gewesen wären. Manchmal habe ich bestimmte Einfälle oder ich sehe etwas. Zum Beispiel sehe ich, wie Licht durch die Fliegengittertür fällt, was auf dem Fußboden einen ganz tollen Moiré-Effekt ergibt. Könnte ich das zeichnen? Unmöglich. Aber ich kann es meinem Mathematiker beschreiben. Er schickt mich dann an den Mustergenerator und ich setze mich an den Computer und probiere, was dabei herauskommt. Ich habe einzelne Parameter, die ich steuern kann. Ich probiere herum und manchmal ist das so gar nicht das, was ich erwartet hatte. Überhaupt nicht. Aber es ist cool. Das fraktale Konstruktionsprinzip hat auch die Welt der Special Effects revolutioniert. Das ist eine Schlüsselszene aus Star Wars 3. Die beiden Protagonisten kämpfen auf diesem gigantischen mechanischen Arm. Und Lava ergießt sich über den Arm. Mein Ausgangspunkt ist hier das dreidimensionale Modell. Und ich schieße einfach einen Strahl Lava in die Luft. Das sieht ziemlich langweilig aus, visuell absolut uninteressant. Aber jetzt füge ich den fraktalen Strudel hinzu. Fraktal wird es, wenn wir dasselbe Strudelmuster nehmen, es verkleinern und wieder einsetzen. Es nehmen, verkleinern, wieder einsetzen und das immer wieder. Hier geht es eigentlich nur noch darum, immer mehr Layer übereinander zu legen. Mit derselben Technik habe ich diese zusätzlichen Lavaströme produziert. Und hier auch die Glut. Und aus all diesen Layern entsteht das endgültige zusammengesetzte Bild. Die Protagonisten mit Lava im Vordergrund, die Lava im Hintergrund, Glut, Funken, Dampf, Rauch. Designer und Künstler auf der ganzen Welt nutzen das visuelle Potenzial der Fraktale. Doch als die Mandelbrotmenge erstmals veröffentlicht wurde, reagierte der Großteil der Mathematiker mit Verachtung. Im Mathematical Intelligencer, einem Klatschblatt für Profi-Mathematiker, behauptete ein Artikel nach dem anderen, er wäre gar kein Mathematiker und die fraktale Geometrie wäre nutzlos. Das Auge war aus der Naturwissenschaft exkommuniziert worden. Seine Kollegen, insbesondere die wirklich guten Theoretiker, die er respektierte, wandten sich gegen ihn. Man gewöhnt sich an die Welt, die man erschaffen hat. Und Mathematiker hatten sich gewöhnt an diese Welt der glatten Kurven, mit denen sie etwas anfangen konnten. Sie klammerten sich an das alte Paradigma, während Mandelbrot und einige andere ihnen weit voraus waren und das neue Paradigma brachten. Er rief mich oft an, spät nachts, weil er aufgebracht war. Mandelbrot sagte, das ist ein Zweig der Geometrie, genau wie die euklidische Geometrie. Die sagten, nein, das ist ein Artefakt deines albernen Computers. Viele waren der Meinung, dass Fraktale zwar nette, aber nutzlose Bilder seien. Das aber ist lachhaft. Mandelbrots Antwort war sein neues Buch »Die fraktale Geometrie der Natur«. Es war voller Beispiele, welchen Nutzen seine Idee für die Wissenschaft haben konnte. Mandelbrot argumentierte, dass man mit Fraktalen präzise natürliche Formen vermessen und Berechnungen anstellen könnte, die für alle möglichen Formationen Anwendung finden konnten.
vom Fließmuster eines Flusses bis hin zur Bewegung der Wolken. Den Bereich wachsender lebendiger Systeme hatten die meisten Mathematiker, auch ich, bis dahin als ziemlich weit außerhalb der Grenzen der Mathematik und erst recht außerhalb der Geometrie liegend betrachtet. Es war Mandelbrots Buch, das uns überzeugte, dass das nicht einfach nur Grafiken waren. Das war eine völlig neue wissenschaftliche Methode, die Welt zu betrachten. Nicht nur zu betrachten und zu vermessen, sondern mathematische Berechnungen anzustellen und dadurch zu einem tieferen Verständnis zu gelangen als je zuvor. Als jemand, der seit 20 Jahren mit Fraktalen arbeitet, sage ich, Fraktale sind nützlich. Das ist, was mir wichtig ist. 1990 gelang in Boston einem Radioastronomen namens Nathan Cohen mit fraktaler Mathematik ein technologischer Durchbruch in der elektronischen Kommunikation. Cohen hatte ein Hobby. Er war Amateurfunker. Doch sein Vermieter war strikt dagegen, Antennen am Haus anzubringen. Auf einer Astronomietagung in Ungarn hielt Dr. Mandelbrot einen Vortrag über die großformatigen Strukturen des Universums. Er trug vor, dass die Verwendung von Fraktalen eine gute Methode wäre, diese zu verstehen, was die anwesenden Astronomen verblüffte. Er zeigte verschiedene Fraktale und ich fragte mich, was eine so geformte Antenne leisten würde. Einer seiner ersten Entwürfe war inspiriert von einem der Monster des 19. Jahrhunderts, der Schneeflocke von Helge von Koch. Ich dachte, ich versuch's mal mit einem Stück Draht. Nachdem ich den Draht gebogen hatte, verband ich ihn mit meinem Amateurfunkgerät und es funktionierte sofort. Es funktionierte sehr gut und ich entdeckte, dass ich die Antenne durch das fraktale Design sogar stark verkleinern konnte. Eine interessante Methode, um Streit mit dem Vermieter aus dem Weg zu gehen. Nathan Cohen machte eine weitere Entdeckung. Die Verwendung fraktalen Designs machte die Antennen nicht nur kleiner, sondern ermöglichte auch den Empfang einer größeren Bandbreite von Frequenzen. Durch meine Experimente mit Fraktalen hatte ich eine leistungsstarke Breitbandantenne zustande gebracht. Ich fragte mich, warum musstest du Fraktale verwenden, um das zu erreichen? Das Resultat dieser Arbeit war ein mathematisches Theorem, das zeigte, wenn man etwas haben will, das als Antenne eine große Frequenzbreite abdeckt, braucht man Selbstähnlichkeit. Es muss in seiner Form fraktal sein, damit es funktioniert. Und das war eine exakte Lösung, keine beliebige Methode. Es wurde mathematisch bewiesen. Wir konnten zeigen, dass es die einzige Technik war, mit der man das erreichen konnte. Nathan Cohen machte diese Entdeckung zu einem Zeitpunkt, als sich Mobiltelefonunternehmen mit einem Problem konfrontiert sahen. Sie boten ihren Kunden neue Features wie Bluetooth und Wi-Fi, aber jedes Feature lief über eine eigene Frequenz. Wie also all diese verschiedenen Frequenzen empfangen, ohne 10 Stummelantennen gleichzeitig ausfahren zu müssen? Denn wer will schon ein Mobiltelefon mit sich herumtragen, das aussieht wie ein Stachelschwein? Heute verwendet man überall auf der Welt fraktale Antennen. In Millionen von Mobiltelefonen und auch in anderen drahtlosen Kommunikationsgeräten. In den kommenden 20 Jahren werden wir sehen, dass wir Fraktale verwenden müssen, weil es die einzige Möglichkeit ist, bei all den komplexen Telekommunikationsbedürfnissen, die wir haben. Wenn einem klar wird, dass ein kluger Ingenieur in vielen Kontexten Fraktale benutzt, sollte man sich bemühen zu verstehen, wieso die Natur, die noch klüger ist, sie auf ihre Art benutzt. Sie sind überall in der Biologie. Es sind Lösungen, die die natürliche Selektion immer wieder hervorgebracht hat. Ein eindrucksvolles Beispiel: der Herzrhythmus. Ein Thema, mit dem sich der Bostoner Kardiologe Ari Goldberger sein ganzes Berufsleben lang beschäftigt hat. Im Sinne der Newtonschen Tradition ist der menschliche Körper eine Maschine und der Herzschlag ist sein Taktgeber.
Galileo soll anhand seines Pulses das Schwingen einer Pendelbewegung gemessen haben. Das alles passt zur Vorstellung, dass ein normaler Herzschlag wie ein Metronom ist. Aber als Goldberger und seine Kollegen die Daten tausender Personen analysierten, stellten sie fest, dass die alte Theorie falsch war. Das ist die Zeitreihe der Herzfrequenz einer gesunden Testperson. Und wie Sie sehen können, ist der Herzschlag über die Zeit nicht konstant. Er schwankt sehr stark. Zum Beispiel in diesem Fall zwischen 60 und 120 Schlägen pro Minute. Das Muster kam Goldberger bekannt vor, der zufällig Mandelbrots Buch gelesen hatte. Wenn man die Herzfrequenzintervalle ausdruckt, sieht man etwas, das große Ähnlichkeit mit den gezackten Umrissen der in Mandelbrots Buch abgebildeten Gebirgszüge hat. Vergrößert man sie, sieht man, dass auf diesen Zacken weitere Zacken sitzen. Der gesunde Herzschlag hat also eine fraktale Architektur. Die Leute sagten, das ist doch keine Kardiologie. Aber wie sich herausstellte, ist es sehr wohl Kardiologie. Ari Goldberger entdeckte, dass der gesunde Herzschlag ein charakteristisches fraktales Muster hat. Eine Signatur, die eines Tages Kardiologen helfen könnte, Herzprobleme früher zu entdecken. Auf den Monitor schauen. Okay, wir kalibrieren jetzt. An der Universität von Oregon benutzt Richard Taylor Fraktale, um den Geheimnissen eines anderen Körperteils auf die Spur zu kommen, dem Auge. Wir wollen sehen, was tut das Auge? Wodurch kann es so viele visuelle Informationen aufnehmen? Und das führte uns zur Trajektorie oder Bahnkurve des Auges. Unter dem Monitor befindet sich eine kleine Infrarotkamera, die verfolgt, wohin das Auge blickt und außerdem alle Daten erfasst. Wir erhalten eine Trajektorie dessen, wohin das Auge geblickt hat. Der Computer macht daraus ein Diagramm mit verschiedenen feinen Strukturen. Wenn wir dieses Muster auf dem Computer vergrößern, sehen wir die fraktalen Strukturen. Die Versuche zeigen, dass das Auge Dinge nicht immer in geordneter Weise betrachtet. Wenn wir besser verstehen könnten, wie das Auge Informationen aufnimmt, könnten wir beim Design von Dingen, die wir wirklich sehen müssen, bessere Arbeit leisten. Man achtet an einer Ampel auch auf den Verkehr und die Passanten. Das Auge versucht, all diese Informationen zu bewerten. Menschen entwerfen für Flugzeugcockpits die Instrumentenanzeigen. Wenn aber das Auge auf der Basis fraktaler Geometrie funktioniert, ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, diese Dinge reihenförmig anzuordnen. Wir versuchen, die natürliche Art und Weise herauszufinden, mit der das Auge Informationen aufnehmen will. Es dürfte ganz ähnlich sein wie eine Reihe anderer unbewusster Prozesse. Körperbewegungen. Wenn man balanciert, was tut man da eigentlich? Man tut es unbewusst und es funktioniert. Und man verbindet große Schwankungen mit kleinen Schwankungen, mit kleineren Schwankungen. Könnten die alle miteinander verbunden sein und tatsächlich ein fraktales Muster ergeben? Immer mehr physiologische Prozesse stellen sich als fraktal heraus. Nicht jeder auf dem Gebiet der Naturwissenschaften ist vom Potenzial der fraktalen Geometrie überzeugt. Skeptiker argumentieren, dass sie wenig dazu beigetragen hat, die mathematische Theorie voranzubringen. Aber in Toronto sehen die Biophysiker Peter Burns und seine Kollegen Fraktale als eine Methode zur Entwicklung mathematischer Modelle, die helfen könnten, Krebs früher zu diagnostizieren. Sehr kleine Tumore aufzuspüren, ist die große Herausforderung. Burns wusste, dass ein Anzeichen für Krebs ganz besonders schwer zu erkennen ist. Ein Netzwerk winziger Blutgefäße, das sich zusammen mit dem Tumor bildet. Konventionelle Bildgebungsverfahren wie Ultraschall sind nicht leistungsstark genug, um sie zu zeigen. Wir müssen Strukturen mit ein paar Zehntel Mikrometer Durchmesser erkennen können. Wir haben keine Mittel, mit denen wir diese winzigen Gefäße am lebenden Patienten sehen können. Aber der Ultraschall liefert ein sehr gutes Bild des allgemeinen Blutflusses.
Gäbe es eine Möglichkeit, dass Bilder des Blutflusses die verborgenen Strukturen der Blutgefäße enthüllen könnten? Um das herauszufinden, erstellten Peter Burns und seine Kollegen mit Hilfe der fraktalen Geometrie ein mathematisches Modell. Wenn man eine mathematische Methode hat, um eine Struktur zu analysieren, kann man danach ein Modell erstellen. Fraktale liefern simple Regeln für das Modell und mit Hilfe der Parameter können wir die Struktur verändern. Das Modell zeigt den Blutfluss in einer Niere. Zuerst durch normale Blutgefäße und dann durch Gefäße, die einen kanzerösen Tumor versorgen. Peter Burns entdeckte, dass die beiden Netzwerke sehr unterschiedliche fraktale Dimensionen hatten. Statt sich gleichmäßig zu gabeln und auszusehen wie zum Beispiel eine schöne Ulme, ist das Tumorgefäßsystem chaotisch und verknäuelt. Es sieht eher aus wie ein Mistelzweig. Und der Blutfluss durch diese verknäuelten Gefäße sah ganz anders aus als in einem normalen Netzwerk. Ein Unterschied, den die Ärzte möglicherweise eines Tages per Ultraschall aufspüren können. Wir dachten immer, dass wir die Auflösung medizinischer Bildgebungsverfahren noch schärfer, noch präziser machen müssen, um an Informationen über die vorhandene Struktur zu gelangen. Nun erhalten wir mikroskopische Informationen, ohne durch ein Mikroskop blicken zu müssen. Wir denken, dass der fraktale Ansatz helfen könnte, bösartige Läsionen auf eine völlig neue Art zu erkennen. Es kann noch Jahre dauern, bis Fraktale helfen können, Krebs zu prognostizieren. Aber sie bieten bereits jetzt Erklärungsansätze für eines der spannendsten Rätsel der Biologie. Warum große Tiere Energie effizienter nutzen als kleine? Das ist eine Frage, die die Biologen James Brown und Brian Enquist und den Physiker Jeffrey West fasziniert. Der Vorteil wächst mit zunehmender Größe. Ein Elefant zum Beispiel ist 200.000 Mal schwerer als eine Maus. Aber er verbraucht nur 10.000 Mal mehr Energie, die er in Form von Kalorien zu sich nimmt. Je größer man ist, desto weniger Energie pro Gramm Gewebe benötigt der Körper. Das ist eine verblüffende Tatsache. Noch verblüffender ist die Tatsache, dass dieses Verhältnis von Masse zu Energieverbrauch für jedes Lebewesen von einer präzisen mathematischen Formel bestimmt wird. Soweit wir wissen, ist dieses Gesetz nahezu allgemeingültig für jegliches Leben. Es gilt für die winzigste Bakterie bis hin zu Walen und Mammutbäumen. Obwohl dieses Gesetz bereits in den 1930er Jahren entdeckt wurde, war bisher niemand in der Lage, es zu erklären. Wir vermuteten, dass es etwas damit zu tun hatte, wie Ressourcen in den einzelnen Organismen verteilt werden. Wir wagten uns weit vor und sagten, alles Leben wird in irgendeiner Weise versorgt durch die zugrunde liegenden Netzwerke. Sie transportieren Sauerstoff, Nahrung, Stoffwechselprodukte, Kreislaufsystem, Atemsystem, Nierensystem, Nervensystem. Es war offensichtlich, dass wir es hier mit Fraktalen zu tun hatten. Falls all diese biologischen Netzwerke fraktal sind, bedeutet das, dass sie einfachen mathematischen Regeln gehorchen, was zu neuen Erkenntnissen darüber führen kann, wie sie funktionieren. Es wäre doch unglaublich ineffizient, für jede einzelne Wachstumsstufe einen neuen Satz Baupläne zu haben. Aber wenn man einen Fraktalencode hat, der sagt, wann im Laufe der Wachstumsstufen sich etwas zu verzweigen hat, kann ein ganz einfacher genetischer Code etwas produzieren, was wie ein komplizierter Organismus aussieht. Natürliche Selektion hat ein Design hervorgebracht, das mit geringem Aufwand größtmöglichen Erfolg verspricht. 1997 veröffentlichten West, Brown und Enquist ihre kontroverse Theorie, dass Fraktale der Schlüssel sind zum rätselhaften Verhältnis zwischen Masse und Energieverbrauch bei Tieren. Jetzt unterziehen sie ihre Theorie einem neuen ehrgeizigen Test. Mit einem Experiment soll untersucht werden, ob man anhand eines einzelnen Baumes prognostizieren kann, wie ein ganzer Regenwald funktioniert.
Brian Enquist ist nach Costa Rica gereist. In die Provinz Guanacaste, im Nordwesten des Landes. Dort hat die Regierung über 300.000 Morgen Land zum Naturschutzgebiet erklärt. Regenwälder spielen eine entscheidende Rolle für das globale Klimasystem, weil sie Kohlendioxid aus der Luft filtern. Der Wald atmet regelrecht. Wenn wir erfassen können, wie viel Kohlendioxid die Bäume dieses Waldes insgesamt aufnehmen, können wir errechnen, welchen Anteil dieser Wald an der Regulation der Gesamtmenge an CO2 in unserer Luft hat. Angesichts der weltweit steigenden Kohlendioxidkonzentration eine wichtige Frage. Wie viel CO2 können Regenwälder tatsächlich absorbieren? Und wie bedeutend ist ihre Rolle im Kampf gegen die globale Erderwärmung? Brian Enquist und ein Team von US-Wissenschaftlern denken, dass die fraktale Geometrie hier Antworten liefern kann. Versuch mal, die Höhe von diesem Baum zu messen. Als erstes tun sie etwas, was man hier von einem Wissenschaftler am wenigsten erwartet hätte. Sie fällen einen Balsabaum. Aber er war ohnehin dabei abzusterben und sie haben die behördliche Genehmigung. Christina, sobald du weißt, wie hoch der Baum ist, können wir den Winkel berechnen, in dem wir ihn fällen müssen. Ein Seil wird verankert, um den Baum beim Fällen in die richtige Richtung zu lenken. Sehr gut gemacht. Perfekt. Enquist und seine Kollegen vermessen Länge und Durchmesser der Äste, um ihre fraktale Struktur quantitativ zu bestimmen. 8. 10,06. Außerdem messen sie den CO2-Gehalt eines einzelnen Blattes, um hochzurechnen, wie viel der ganze Baum absorbieren kann. Wenn wir wissen, wie viel CO2 dieses Blatt aufnehmen kann, können wir hoffentlich anhand der fraktalen Verzweigungsregel bestimmen, wie viel der gesamte Baum aufnehmen kann. Der nächste Schritt ist, sich dem gesamten Wald zuzuwenden. Hier ist es gut. Wir erfassen den Wald. Wir messen die Durchmesser aller Stämme vom größten bis zum kleinsten Baum. Auf diese Weise können wir dann ein Muster der Größenverteilung innerhalb des Waldes erstellen. Auch wenn der Wald zufällig und chaotisch erscheinen mag, glaubt das Team, dass er eine Struktur besitzt. Eine, die erstaunlicherweise ähnlich ist mit der fraktalen Struktur des Baumes, den sie gerade gefällt haben. Das Faszinierende ist, dass die Größenverteilung der einzelnen Bäume im Wald exakt der Größenverteilung der einzelnen Äste eines Baumes zu entsprechen scheint. Wenn Ihre Annahme korrekt ist, könnte man anhand der Untersuchung eines einzelnen Baumes prognostizieren, wie viel Kohlendioxid ein ganzer Wald absorbieren kann. Im Basislager wollen Sie nun anhand Ihrer Messdaten überprüfen, ob Ihre Annahme Bestand hat. Also, das ist das Diagramm des Baumes. Tatsächlich gleicht das Muster der Äste des einen Baumes dem Muster der Baumstämme im Wald. Genau wie Sie vorhergesagt hatten, stimmt die relative Anzahl großer und kleiner Bäume nahezu überein mit der relativen Anzahl großer und kleiner Äste. Das ist wirklich phänomenal. Die Linie, die den Baum repräsentiert, scheint mit der des Waldes parallel zu sein. Also war es die Sache wert. Den Baum zu fällen? Ja.
Bis jetzt scheinen die Messungen vor Ort die Theorie der Wissenschaftler zu untermauern, dass man mit Hilfe eines einzelnen Baumes bestimmen kann, inwieweit Regenwälder daran beteiligt sind, den CO2-Gehalt der Luft zu regulieren. Wenn wir die fraktalen Muster innerhalb des Waldes analysieren, ermöglicht uns die mathematische Basis, etwas vorhersagen zu können, wozu wir bislang nicht in der Lage waren. Nämlich, wie der Wald in seiner Gesamtheit CO2 absorbiert. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um die Entwicklung des globalen Klimawandels zu verstehen. Seit Generationen glaubten Wissenschaftler, dass sich die Wildheit der Natur nicht mittels Mathematik definieren lässt. Aber fraktale Geometrie führt zu einem gänzlich neuen Verständnis und enthüllt eine zugrunde liegende Ordnung, die von simplen mathematischen Regeln bestimmt wird. Ich dachte bei meinen Wanderungen durch Wälder immer, das wäre nur eine Ansammlung unterschiedlicher großer Bäume. Aber was wie ein willkürliches Chaos aussieht, ist in Wirklichkeit außerordentlich strukturiert. Eine Struktur, die sich abbilden und messen lässt, mittels fraktaler Geometrie. Dass man das, was man in der Natur sieht, übersetzen kann in die Sprache der Mathematik. Das ist das Schönste überhaupt. Mit Mathematik versuchen wir, die Komplexität der Natur zu verstehen. Dank des Vokabulars der fraktalen Geometrie können wir jetzt wesentlich mehr lesen aus dem Buch der Natur.